Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Damen und Herren, als Mitte Januar ein Neujahrsempfang der Grünen abgesagt wurde, gab es ein bundesweites Presseecho. Es hieß, bis zum Angriff auf die Demokratie. Ich muss Ihnen eins sagen, das ist richtig. Jede Partei sollte das Recht haben, sich friedlich zu versammeln und ihr Programm vorzustellen. Man darf eine Gegendemonstration anmelden, man kann Politikern gerne die Meinung sagen, auch im politischen direkten Austausch miteinander, wenn man mal die Gelegenheit hat bei einem Vororttermin. Alles gut, alles richtig. Aber keiner der Kollegen, egal wie man ihn findet, wie man ihn mag, was man ihm für eine persönliche Kopfnote geben sollte, sollte von Menschen bedroht werden oder davon abgehalten werden, sein Mandat wahrzunehmen. Eigentlich eine Grundselbstverständlichkeit. Seit bald 10 Jahren in der AfD kenne ich es aber nicht anders, dass genau das wieder und wieder und wieder und wieder und wieder passiert. Egal, ob es Drohanrufe bei Wirten sind, entglaste Veranstaltungshallen, Graffitis, zerstochene Reifen, zerkratzter Lack, brennende Autos, Drohanrufe in den Familien, Bedrohungen vor Ort, Menschen, die angespuckt werden, die mit Dosen beworfen werden, mit Eiern, mit Flaschen, all das passiert, und zwar täglich. Immer wieder bei AfD-Parteiveranstaltungen, wo sie sich von Polizeicheckpoint zu Polizeicheckpoint bewegen müssen, um überhaupt ihre politische Meinung einmal kundtun zu können. Zuletzt beim Neujahrsempfang in Münster. Jeder weiß, die Polizei weiß, dass das eine heiße Veranstaltung ist. Nicht wegen der AfD, sondern wegen dem, was draußen vor dem Rathaus dann üblicherweise passiert. Das kann mal gut gehen, dann spielen die Donuts da ein Konzert. Gut, ist nett, dass die AfD dafür verantwortlich ist, dass es ein Gratiskonzert gibt. Kann man auch mal Danke sagen. Das kann aber auch gewaltig ins Auge gehen. Mir wurde persönlich gesagt, 13 Uhr sollte ich anreisen, um 19 Uhr an einer Veranstaltung teilzunehmen. Sie kennen das alle. Bei einem vollen Terminkalender ist das gar nicht so einfach, um 13 Uhr bereits vor Ort zu sein in Münster, von Düsseldorf ein bisschen entfernt, um 19 Uhr dann einen Vortrag zu halten, 20 Minuten, und dann wieder abzureisen. Ich bekam dann den Hinweis, dass die Bundestagsabgeordneten vom BKA um 17.30 Uhr in die Halle begleitet werden. Also fand ich mich um 17.30 Uhr an dem Treffpunkt ein, wo das BKA die Bundestagsabgeordneten, die an dem Abend auch sprechen sollten, zur Halle begleiteten. Leider wurde ich vorher von einer Polizeibarriere aufgehalten, die mir riet, mit meinem Fahrzeug mich nicht mehr in die Innenstadt zu begeben. Es gab eine kurze Diskussion, die dauerte in etwa 5 Minuten, bis man mich dann doch in das Parkhaus zu dem Treffpunkt durchließ. Da hieß es allerdings bereits, und das sagte dann das BKA, dass es schlichtweg für Landtagsabgeordnete ja gar nicht zuständig sei, war also mit den Bundestagsabgeordneten abgezogen, und so stand ich jetzt in einer Innenstadt mit mehreren tausend Gegendemonstranten. Ganz normale Personen, darunter viele Linksextreme, die zu diesem Zeitpunkt schon alle Eingänge blockierten. Meine direkte Frage an die Polizei, ob es denn möglich sei, für mich in irgendeiner Art und Weise einen Weg in die Halle freizumachen, wurde verneint. Man habe, so hieß es, die Anweisungen, niemand ins Gebäude zu eskortieren, aber ich könne mich ja durch die vermummten Herren in Schwarz mit Latten, an denen kleine Fähnchen baumelten, zur Zierde sozusagen, frei durchbewegen, und würde ich angegriffen werden, dann würde man ja schon einschreiten. Nachdem bei Ihnen die Media und anderen einschlägigen Seiten schon vorher angekündigt wurde, dass man unter anderem mit gefrorenen Apfelsinen und anderen vielleicht auf uns werfen würde, was ich so von anderen Veranstaltungen auch schon kenne, und als Arzt, Herr Vakuum, Sie wissen das auch, die Gesichtsmittelknochen sind relativ fein, egal ob die Nase, der Augenboden oder das Jochbein, wenn dort eine gefrorene Apfelsine jemandem ins Gesicht fliegt, kann das schwere Schäden auslösen. Wenn Sie sich durch eine Menschenmenge bewegen, kann das sein, genauso haben wir es schon miterlebt, dass man geschlagen, getreten, bespuckt wird. Das alles ist doch wohl nicht zumutbar. Und wenn Sie jetzt hier feixen, wenn Sie sagen, ja, gerade meine Gesichtsknöchelchen seien vielleicht da ein bisschen zarter, dann muss ich Sie noch einmal fragen. Bei vielen Veranstaltungen vor Ort kenne ich das genauso. Ihre Kollegen stehen feixend daneben, während linksradikale Parteifreunde von mir angreifen. Ist das die neue demokratische Realität, die Sie akzeptieren wollen in diesem Land? Also wenn wir uns jetzt in diesem Jahr in einen Europawahlkampf begeben, dann kann ich Sie nur alle dazu aufrufen, die Chancengleichheit zu gewähren und das alle gemeinsam miteinander anzuerkennen, dass wir uns friedlich und frei versammeln dürfen und jeder für sich seine politische Meinung kundtun darf. Das gilt für Sie, das gilt für uns, das sollte für jeden gelten und das sollte eigentlich ein Grundsatz sein und sollte gar keinen Anlass dazu geben, das heute hier an dieser Stelle noch einmal einfordern zu müssen. Aber ganz offensichtlich muss man sowohl den Innenminister als auch Sie dazu auffordern, sich bitte noch einmal daran zu besinnen, worum es in der Demokratie geht, um Wort und wieder Wort und nicht um Wort und Schlag auf die Nase. Dafür sind wir nicht alle miteinander hier. Vielen Dank.